Am 11. August hat das Kabinett in Schwerin beschlossen, dass bei Verstößen gegen die Corona-Regelung künftig höhere Strafen fällig sind. So drohen beispielsweise bei Missachtung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr jetzt 150 Euro statt bisher 25 Euro. Zudem wurden die Quarantäneregelungen verschärft. Von nun an müssen alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne, auch dann, wenn das Land am Tag der Rückreise nicht mehr als Risikogebiet eingestuft wird. Entscheidend ist laut Landesregierung, ob das Land in den vergangenen 2 Wochen Risikogebiet gewesen ist. Wer gegen Quarantäneverordnung verstößt, muss ab sofort mit mindestens 500 Euro Bußgeld statt bisher 100 Euro rechnen.